Hallihallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Dracos Spezial zu GTA San Andreas. Heute möchte ich ein paar Dinge euch zeigen, die vielleicht schon ein paar Leuten aufgefallen ist, aber nicht so besonders im ersten Blick ist. Also, das erste, wo haben wir es? Hier ist eine Kamera. Jetzt muss ich kurz überlegen, ich habe doch hier irgendwo einen Automat gefunden. Es geht über Sprunk. Und Sprunk ist irgendwie eine Anspielung, ich weiß es jetzt nicht mehr auswendig. Ah, da. Über, ja, über irgendwas Sexuelles. Und das ist eine Marke, die hat ihr Hauptquartier irgendwo hier in einem Dorf. Da werden wir noch hingehen. Und ich glaube, es ist hier, in diesem, irgendwo hier, hat also ihre Fabrik und ihr Hauptquartier dort. Und ich kann wieder die Kamera nicht stellen. So. Und ja, sozusagen ein kleines Easter Egg an Coca-Cola oder sonst irgendwas. Und die gibt's auch in anderen GTA-Teilen. Ich mache noch kurz ein bisschen leiser. So. Ja, und dann kommt noch das zweite. Ich weiß nicht, ob hier irgendwo in der Nähe etwas ist, aber ihr habt sicher schon eine Zahl sehr häufig gesehen. Eine Zahl ist bei Rockstar sehr beliebt und das ist die 69. Und die 69 ist eine Sechsstellung im Kamasutra und darum hat Rockstar natürlich sehr viel Spaß an dieser Zahl. Wir gehen mal zum Friedhof, zum Flughafen und werden dort die 69 ein bisschen anschauen. Ja, hier ist, wir sind gerade an einem Ort, da fallen mir nicht viele 69 auf. Habe ich nicht mehr so viele Erinnerungen und so. Aber wir sind ja gleich im Flughafen. Ja, das ist halt. Okay, dort ist sogar ein Boot, das ist gut. Gehen wir hier mal irgendwo in ein Auto, aber nicht, wo es Bullen hat. Hey, das ist gewollte Tötung eines Passanten, das geht nicht. Das dürfen die Polizisten auch nicht machen. Aber denen ist das scheißegal. So, was haben wir hier? Wir haben einen Propeller. Der Bobo. Der Babo. Haben wir dort oben gesehen. Sollte jetzt aufgehen. Komm schon. Ja. Also, gehen wir mal zum Flugfeld. Und gehen dort nicht zum Friedhof, zu der Landebahn. V. So. Ja, was haben wir hier? Hier haben wir keine. Beim Rollfeld müsste irgendwo eine sein. Eine 69. Genau hier, oder? Nein, nicht hier. Weiter vorne. Ja, eine 69. Das ist mal die erste. Dann seht ihr bei den Burger Shots, die Preise sind meistens 69 und sonst wo. Also es gibt sehr viele. Ich muss eben noch die Taste finden zum Aussteigen. Ich hoffe, ich kann fliegen. Ja, es geht. Weil manchmal ist es buggy. Ich glaube, ich kann sogar mit dem... Oh. Nein, bitte nicht. Ich kann doch irgendwie... Ah, ich muss mit beiden. Ich muss mit den WASD und mit dem Pfeiltasten fliegen. Damit es geht. Aber es ist sehr langsam. Schnauze nach unten, bitte. Puh.
So, Saints Row und so sind viel leichter zum Stellen. Das ist wirklich eine Qual auf dem PC. Das Game. Ah, wir sind hier bei der Villa. Okay, wir müssen hier rüber. So. Ah, da haben wir noch ein Easter Egg. Die Fleischbergfabrik, die hat Fässer. Und seit wann wird Fleisch eigentlich in Fässer abgefüllt? Fässer. Was wird in Fässer abgefüllt? Bier. Ja. Und Bier, Fleischberg, Fleischbergbier. Und wieso ist dort hinten bei der Brücke also blau? Dort hat es gar kein blaues Licht. Was ist denn das? Mysteriös. Ich werde in diesem Part natürlich nicht alle Easter Eggs aufsagen und euch zeigen. Ich werde nur ein paar, die nicht so bekannt sind, ich werde die dann auch nachholen und ein bisschen auch ein bisschen forschen. Und dann ja, nacheinander alle Easter Eggs zu finden und suchen. Und ihr dürft mir da gerne helfen. Ihr dürft ja schon viel auch entscheiden und so, was ich noch weiteres machen soll. Und ja. Aber einfach alles in die Kommentare schreiben, wenn ihr nicht sicher seid. Könnt ihr es fragen. Und ja. Die Grafik ist momentan ein bisschen langsam zum zum Generieren, aber das liegt an der Engine. Das liegt nicht so an meinem PC, aber wahrscheinlich ist auch Windows 7 und so ein bisschen zu fortschrittlich für Dinge, vor allem 64-Bit halt. So, kann man hier runter, bitte? Ich möchte landen. Landen. So, landen. Wir sind hier an einem schönen Ort. Hier gibt es recht viele Easter Eggs. So. Dankeschön. Wir sind haben immer noch einen Stern oder schon wieder einen Stern. Keine Ahnung. So, dieses Haus hat hier kein Easter Egg. Wir müssen ein bisschen ins Dorf. Was ist das? Panoptikon, glaube ich, oder? Sehr langsam war das. Panoptikon, oder? Nein, Paramount Krieg. Was ist Panoptikon? Ist das irgendwo anders? Montgomery. Oder war das in einem anderen GTA? Keine Ahnung. Okay, Paramount Krieg. Forest Valley. Angel Pine. Weiß es jetzt auch nicht mehr, wieso ich da drauf gekommen bin. So, wir suchen die Sprungfabrik. Ich hoffe, die ist hier. Sonst müssen wir nach Montgomery. Dann ist sie wahrscheinlich dort. Und in Montgomery gibt es auch noch ein paar Sachen, die sind auch nicht so bekannt. Die möchte ich dann euch noch sagen. Also bleibt dran, bitte. Hier ist die Wettfabrik oder sonst irgendwas. Nein, das ist nicht die Wett. Ich denke, es ist nicht hier. Schade. Was haben wir hier sonst? Gehen wir mal zum See. Ah, gehen wir mal zum Friedhof. Das ist jetzt der Friedhof und nicht der Flughafen. So. Hier haben wir jetzt ganz Spezielles. Ich weiß nicht, wo es ist, aber irgendwo auf einem Grabstein hat es was. Es müsste eigentlich sichtbar sein. Gut sichtbar. Hier erstmal wieder ein Licht ohne, also ein Schein. Hier ist es rot, hier ist es grün, ohne irgendwo eine Beleuchtung zu haben. Ah, hier, Scott Wilson. Das müsste irgendjemand von Rockstar sein oder so. Er hat sich hier verewigt. Oder von jemand anders verewigt worden und so draufgeschrieben. Wurden von einem Mitarbeiter. So, kommen wir hier runter. Wir müssen hier runterrutschen. Schaffen wir das? Ja. Ja, ein bisschen. Oh, es ist sogar ein Marathon.
Okay. Hier drinnen auch wieder eine Beleuchtung ohne Licht, also ohne Lampe, nichts. Eine Beleuchtung. Das ist nur Pixelsalat. Und hier haben wir von einem Film. Ich müsste jetzt wirklich raten, welcher Film es ist, aber wenn ihr ein bisschen im Internet forscht, dann werdet ihr dieses schnell finden. Eine Anspielung, und hier sollte auch irgendwo ein Seemonster sein, aber ich war schon extrem oft hier und habe noch nie so irgendwas nach einem Seemonster so gesehen, also wird es wahrscheinlich nicht stimmen. Und es wurde auch nie bewiesen, also wird es wahrscheinlich nicht so sein. Gehen wir mal ein bisschen hier nach oben. Ich hoffe, ich komme hier die Felswände hoch, weil hier kommt etwas, das mich sehr an ein weibliches Phänomen erinnert, dem Busen, den Titten, den Pups. Hier seht ihr den Berg da oben. Der hat schon recht viele, also so sein Auswuchs, und der hat einen Zwilling nebendran. Ich weiß nicht, welcher es ist, aber er müsste hier rechts sein, oder? Nein, dann ist es der links. Aber das sieht ja mal, also da hat, oder ist es hier? Ja, es könnte der da sein. Okay, der Zug. Ein dicker Baum hier. Also ihr seht's von hier aus, sieht es wirklich aus wie Titten. Sind wirklich. Ah, die zwei sind es. Stimmt. Die zwei sind es. Jo, wenn wir jetzt ein bisschen weiter weggehen, hoffentlich kommt kein Zug. Wenn ihr so seht, ja, sind eigentlich Pups. Die habe ich einfach gefunden. Weiß jetzt nicht, ob es hundertprozentig so sein sollte oder einfach von den Entwicklern zufällig gemacht, aber ich denke schon, dass ein bisschen der sexuelle Antrieb der Jungs hier im Spiel war. Ja, und hier oben ist der North Star Rock. Das ist eine Anspielung zu Rockstar North, dem Entwicklerstudio, also dem Entwicklerstudio. Und jo, da haben sie sich gut verewigt. Das sieht man auf der Karte. North Rock. Und jetzt gehen wir am besten, ich will noch nicht in Los Santos reingehen, gehen wir am besten nach Montgomery. Dort hat es ganz viele Sachen, aber zuerst möchte ich hier noch kurz eine Hütte euch zeigen. Die müsste hier im Wald sein. Und dort gibt es irgendwas Spezielles, aber das sage ich euch jetzt noch nicht. Nehmen wir ein bisschen Granaten schießen. Das müsste hier irgendwo sein. Es ist leider wieder Nebel. Moment kurz, Karte. Ah, oh, ich kann nicht steuern. So. So. Hier oben ist die Brücke, das Haus, die Hütte. Ja, genau. Man sieht nicht viel. Machen wir wieder raus. Ja, das sieht doch nach Blut aus, oder? So ziemlich. Hier war irgendwas los. Und das gibt es an manchen Orten. Aber da müsste ich wieder raten. Und ja, dafür habe ich mich nicht vorbereitet, dass ich mache die Videos spontan. Ich möchte schon ein wenig denken müssen im Game. Ich hoffe, es ist nicht zu viel, dass ich einfach zu wenig weiß, aber ihr müsst bedenken, dass ich ungefähr 4-5 Jahre nicht mehr gezockt habe, San Andreas, und früher auch nicht allzu oft gezockt habe, weil ich meistens nicht konnte, zu schlechten PC hatte und so weiter. Also ich konnte auf minimalen Einstellungen noch relativ ruckelfrei zocken, aber wenn es anfängt zu regnen, hatte ich extreme Ruckler und auch nicht so große Sichtweite.
Darum war es ein bisschen, ja, eine Tortur. Und jetzt habe ich das Game natürlich, also ich hatte die CD immer noch, habe es jetzt mal wieder installiert. Und überall gibt es hier Klippen. Okay, wir haben es überlebt. So, Auto. Ups, Kamera. Ja, mit der Kamera habe ich noch ein bisschen Probleme. So. Okay, aber wir müssen umkehren. So, bei den Autos gibt es auch Easter Eggs, aber ich weiß jetzt nicht genau, welche Autos Easter Eggs sind. Vor allem bei den Namen, also viele haben Tiernamen und sonst irgendwelche speziellen Namen. Und jo, aber das ist jetzt nicht unbedingt lustig. Das ist eher so, ja, wie Jaguar oder Beetle. Halt einfach Namen von Tieren. Und das Auto hat sehr schön Profil. Also das hat ja richtig viel Grip. Ah, und es regnet natürlich ein bisschen. Okay, hier kommen schon mal nicht weiter. Ich muss aussteigen. Nehmen wir die Kamera mit. Und das Polizeiauto hier. Hat ein paar lustige Sachen. Lol, hat das Auto eine Bremse. Nehmen wir den Jeep, der ist gut. Der hat viel Grip. Der Ranger. Aha. Ja, den kenne ich noch allzu gut. So. Und jetzt können wir wieder über die Brücke gehen. Oh nein, das ist im Norden. Aha. Okay. Ah, im Westen. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Okay. In diese Richtung muss ich. Also war es doch im Norden. Ammunition hat jetzt nicht so. Aber wir können mal Pizzeria gehen. Pizzasteak. Hier haben wir zum Beispiel naja, hier nicht mal, aber beim Burger King hat es 69er Preise. Wenn ihr hier zum Beispiel sehr viel esst, dann übergibt sich CJ. Aber das verbraucht sehr viel Hunger. So, das reicht, sonst kotzt er. Das dürfte ich gerne mal ausprobieren. Sieht nicht so interessant aus. Lecker. Today's Special All Meal Pizza. All Meat Pizzas Half Price with Garlic Bread. 1 for 1 and all today. Okay. Gehen wir ein bisschen raus. So. Und gehen weiter. Im Ammunition. Ich glaube, irgendwo ist CJ ausgestellt. Aber ja, das ist doch klar, weil CJ natürlich der Oberpro ist. Der muss natürlich auch ausgestellt werden. Im Ammunition. Und ja. Da könnt ihr am besten in San Fier. In Los Santos eher anschauen euch und dort ja hängt, also ist er halt mit Tattoos und mit so einer Bandana. Und hier ist die Sprungfabrik. Okay, sie war in Montgomery und hier ist auch das Track. Aha, leider kann man hier nicht rein, aber wahrscheinlich wollen sie die auch nicht, dass wir reingehen. Hannibal Liquor. Oh, das ist jetzt nicht so der Ort, den ich hingehen will. Ich müsste jetzt raten, aber es gibt noch eine Firma, die ein bisschen heikel sind. Ich glaube es hier.
Bioengineering. Das ist doch sehr nach Mutationen oder so hört sich das an. Da ist etwas im Spiel. Und was haben wir denn hier? Zuerst die Fabrik und dann hier noch Bio-Waste. Oh. In der Nacht glüht das der Brunnen sogar. Da ist doch irgendwas im Gange. Ja, weiteres Easter Egg. So, dann ist das ein Easter Egg. Nein, das ist kein Easter Egg, der sieht nur schrecklich aus. Und er versinkt im Boden. Jo. Hat sie auch 69. Also irgendwie habe ich jetzt noch nicht früh gefunden, aber wenn man ein bisschen umschaut, man findet immer wieder die 69. Aber momentan habe ich ein bisschen Pech. General Store. Marvin's Hardware. Kaffee. Gehen wir mal zu der alten Hütte. Ja, das ist halt jetzt ein kleines, schlechtes Fortbewegungsmittel. Ach, lassen wir es. BMX, BMX. Ah, das tut so gut, mal wieder BMX zu fahren. Ah. Ausgiebig strampeln. Ups. Ups. Das wollte ich nicht. Shit. Jetzt nehmen die sogar ab von dem Sprung. Okay, ich werde gleich wieder für euch da sein. Kurzen Moment. So, ich habe mich aus dem Wasser gerettet. Es ist gar nicht mal so weit gewesen. Wir können jetzt schnell rüber zur alten Hütte gehen von Catalina. Der war zu schnell. Aua. So, also gehen wir rüber. Ups. Und hier sollte die Hütte irgendwo sein. Hier hat sicher auch überall so fliegende Bäume, wie ihr im Anfangspart gesehen habt. Und ja, im letzten Video auch von diesen Sachen erzählt habe. So, hier gibt es Gräber und Catalina ist ja bekannt für die vielen Männertote, die sie fordert. Und das Haus sieht auch nicht gerade so hübsch aus. Hier gibt es überall Tierfälle, also auch Tierleichen. Und hier zum Beispiel ein fliegendes Blatt. Nein, ist nur unsichtbar. Von so ist es unsichtbar. Von so ist es sichtbar. Hier hat es Autofelgen. Wahrscheinlich Autos, die sie kaputt gemacht hat. Hier ist auch ein Auto, das es kaputt gemacht hat. Schusslöcher. Und alles ein bisschen schief. Typisch Catalina. Jo, und jetzt gehen wir nach Blueberry. Dort hat es auch ein paar Sachen, wie zum Beispiel eben die Fleischbergfabrik, die ich euch nochmals kurz näher erläutern will. Und das Auto hat irgendwelche physischen Probleme. So, und jetzt, ja, ich probiere ein wenig das Lachen zu unterdrücken, aber manchmal geht es nicht so. Es gibt einfach sehr lustige Sachen hier. Ups, oh, wow, 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 wow. Da fühlt man sich schon ein bisschen betrunken.